Das Losungswort für Montag, den 23. Oktober, steht in Daniel 6, Vers 27 und lautet: Er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich. Wissen Sie, was ein schwarzes Loch ist? So bezeichnet man Ereignisorte im Universum, wo eine oder mehrere Sonnen, die verglüht sind, ineinander zusammenfallen. Die dabei entstehende Masse ist so dicht, dass ein Teelöffel davon so viel wiegt wie 8000 Mal der ganze Kölner Dom. Mit das Besondere an schwarzen Löchern ist, dass ihre Anziehungskraft so unvorstellbar groß ist, dass sie das Licht, das an ihnen vorbeifliegt, nicht nur krümmen, sondern in sich hinein gleichsam aufsaugen. Darum kann man schwarze Löcher, die es millionenfach gibt in unserem Universum, auch mit keinem Teleskop entdecken. Von dort kommt nämlich kein Licht zu uns. Weil diese kosmischen Löcher aber auch Energie und Gasblitze von sich geben, die weit ins Weltall hinausstrahlen, kann man sich indirekt in einem gewissen Wellenbereich doch auch ein Bild von ihnen machen. Das ist vor 4 Jahren erstmals einem internationalen Forscherteam unter Leitung des deutschen Astrophysikers Heino Falke gelungen. Heino Falke ist ein praktizierender evangelischer Christ, der eine geistliche Heimat hat beim CVJM Köln. Ich habe ihn beim Kirchentag in Nürnberg erlebt und bin schwer beeindruckt von ihm als Person und wie er seine naturwissenschaftliche Erkenntnisse und seinen Glauben an Gott, wie er das zusammenbringt. Auf den letzten Seiten seines eindrücklichen Buches »Licht im Dunkeln« schreibt er: »Naturgesetze sind für mich genauso wie ich selbst Teil der Schöpfung. Fällt ein Apfel im Einklang mit den Naturgesetzen nach unten, dann ist das für mich großartige Physik, aber auch Ausdruck eines verlässlichen Schöpfers, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Für andere Menschen fällt halt nur ein Apfel. Gott ist darüber hinaus für mich nicht etwas, sondern jemand. Diese Seite Gottes erfahre ich persönlich in meinem eigenen Erleben, im Erleben der Menschen vor mir und mit mir. Ich erlebe ihn allein im Gebet, im Feiern der Gemeinschaft, im Schauen auf Jesus und in der Größe und Weite des Weltalls. Wenn ich ins All aufschaue, dann schaue ich nicht nur auf die Natur, die Weite und das Leben, sondern auch auf das, was dahinter liegt. Die Physik erschließt mir neue Wunder, sie nimmt mir aber nicht den Glauben, sondern erweitert und vertieft ihn. Oder mit den Worten des persischen Königs Darius, der damit auf die Bewahrung Daniels im Feuerofen antwortet: Er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich. Pfarrer Martin Kreuser, Dettenhausen.